Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Teller. Ja, wir suchen nach einer Meuschelmörderin, die uns vielleicht hilft, weiterzukommen. Im Himmelsei. Ganz unter uns. Ich bin super levelt, ich könnte das auch alleine schaffen, aber... Oh mein Gott, das ist dann voll gescheiter Quest. Ja, schauen mal. Vielleicht ist das die Meuschelmörderin. Sie ist schwarz gekleidet. Böse Menschen sind schwarz gekleidet. Oh, weiblich. Okay. Asia, willkommen. Wir hatten dich heute gar nicht hier erwartet. Hallo, weiblich. Bei der irgendwie das Oberteil durch die Schenkel klippt. Ist Tina. Das passt ja perfekt. Ach ja? Könntest du uns in deine Bibliothek lassen? Ich hätte dich nie von den Bücherwurm gehalten. Wie kommt's? Das hat vielleicht etwas mit deinen Freunden hier zu tun? Ich habe euch noch gar nicht vorgestellt. Das hier sind Aria und Yumi. Das hier ist Estina. Sie kümmert sich um die Kinder hier. Freut mich. Also, was sucht ihr denn? Ich sollte es schnell finden können, da Tiela alles so gut sortiert hat. Wir suchen Aufzeichnungen von Nemea, die Informationen über die Schattenmeuchlerin enthalten. Die Schattenmeuchlerin? Sie konnte ihre Ziele wohl mit einem einzigen Treffer ausschalten. Hast du je etwas von ihr gehört? Sie ist es safe. Und warum sucht ihr nach sowas? Du erklärst, Estina, die Situation. Das ergibt Sinn. Ich hätte nie gedacht, dass sich im Ei des Himmels so ein Monster befindet. Obwohl ich nicht glaube, dass ihr viel Glück haben werdet, wenn ihr die Meuchlerin um Hilfe bittet. Warum sagst du das? Ich weiß zwar nicht genau, warum sie ausgerechnet nach Nemea kam, aber... sie kam doch her, um dieses Leben hinter sich zu lassen, oder? Sie will wahrscheinlich nicht mehr töten. Weiterzuleben, nachdem man ein anderes Leben nahm, ist nicht einfach. Ah, verstehe. Aber wir bitten sie ja nicht darum, einen Menschen zu töten. Die Schuld müsste sie nicht wieder auf sich nehmen. So einfach ist das nicht. Wenn man einmal das Blut von jemandem an den Händen hat, ist das Herz für immer verdorben. Selbst wenn man das Blut abwäscht, bleibt noch das Verbrechen. Das vergisst man nicht so leicht. Du scheinst ja sehr viel darüber zu wissen. Fast so, als hättest du sowas schon selbst erlebt. Warum wohl? Wenn sie es sagt, ist es unmöglich. Vielleicht aber, was bleibt uns anderes übrig? Ich kann's, ich, hallo. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin überrascht, dass wir die Schattenmeuchlerin so leicht finden konnten. Wir hatten wirklich Glück. Ich hoffe nur, meine Täuschung hat funktioniert. Ich dachte, sie gibt vielleicht nach, wenn ich mehr dränge. Tut mir leid, da komme ich nicht mehr mit. Diese ist Tina, wie man es auch betrachtet. Sie ist eindeutig die Schattenmeuchlerin. Hätte sonst jemand so eloquent für die Meuchlerin sprechen können? Du glaubst, es ist Estina? Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Jetzt müssen wir Estina nur noch dazu bringen, uns zu helfen. Aber das wird nicht einfach. Was glaubst du, sollten wir tun? Oh, verdammt. Mir fällt gerade ein, dass ich gehen und Tiela ihre Medizin bringen muss. Sie schläft wahrscheinlich, also wäre es in Ordnung, wenn wir nochmal kurz zu mir gehen? Ja, warum nicht? Es bringt eh nichts zu versuchen, hier draußen einen Plan auszuhacken.
gehen wir wieder zu ihm. Na gut. Einmal hier runter. Ich finde es schön, dass es hier kein Geländer gibt. Das ist gefährlich, Mann. Und Kisten gibt es ja auch einfach so mit Sternkristallen drin. Oh mein Gott. Okay. Ja, einmal hier rüber. Na gut. Da rein. Tiella, ich bin wieder da. Tiella, hallo? Tiella? Sie scheint nicht mehr hier zu sein. Ist sie vielleicht spazieren gegangen oder so? Aber sie meinte doch, dass es ihr nicht gut geht. Das kann nichts Gutes bedeuten. Das kommt definitiv unerwartet. Dann los, gehen wir sie suchen. Ja, danke. Das weiß ich zu schätzen. Wurde sie vielleicht entführt? Oder versucht sie es selbst mit dem Vieh aufzunehmen? Was wird wohl passieren? Oh mein Gott. Ihre Lieblingsorte sind die Aussichtsplattform und das Waisenhaus. Oh nein, Monster! Zu dieser Stunde? Seht mal, sie fliegen in Richtung... Oh, Waisenhaus, wir müssen los, schnell, die Kinder sind in Gefahr. Wo sind sie? Ich kann zur Plattform geflogen. Okay, 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 okay. Ja, okay. Okay. Da geht die Schlange. Ich krieg's gerade nicht gebacken, ey. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Auf zum Weißen Haus. Vielleicht ist ganz bestimmt in dieser Richtung hier liegt, weil das der Raum schon fein mir sagt. Los geht's! Da lang. Wir waren doch gerade selbst beim Weißen Haus. Wir werden dir doch begegnet. Hi. Ist Tina. Asia. Yumi. Hi. Okay. So. Verlass diesen Ort sofort. Sie hat es mit einem Hieb getötet. Das ist also die Macht der Schattenmeuchlerin. Na schön, sagen wir, ich bin die Schattenmeuchlerin. Was macht das schon für einen Unterschied? Ich sagte doch schon, ich werde diese Fähigkeit nicht mehr nutzen, wenn ich es vermeiden kann. Sie wecken nur schreckliche Erinnerungen von jenem Tag. Von welchem Tag, ist Tina? In dem sie vielleicht jemanden getötet hat, du... Typ. Bitte geht euch einfach nach Hause. Ich werde euch nicht... bitte geht einfach nach Hause. Ich werde euch nicht helfen. Ich möchte hierbleiben und auf die Kinder aufpassen. Dieses Leben habe ich für mich gewählt. Hey, Asia. Was ist los? Oh Mann, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Warum so aufgeregt? Die Monster wurden doch schon erledigt. Nein, lass mich doch mal zum Wort kommen, ja? Es geht um das Mädel, um das du dich kümmerst. Tiella, oder? Die Monster sind mit ihr verschwunden. Unmöglich. Was hast du da gerade gesagt? Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber sie haben sie zum Ei des Himmels mitgenommen. Was immer du vorhast, beeile dich damit lieber. Danke. Ah, warte, was meinst du, wie weit du kommst, wenn du da alleine reinstürmst? Folgen wir ihm. Tja, ne? Und du bleibst ja einfach sitzen und machst nichts. Nichts machst du. Nichts. Frau, ist Tina? Wurde Tiella auch von den Monstern entführt? Ja, aber keine Angst. Asia bringt sie wieder zurück. Aber er geht doch zu ihrem Nest, oder? Gibt es da nicht noch ganz viele andere Monster? Oh je, ich hoffe, er schafft das. Frau ist Tina. Könnten Sie auch gehen und Tiella retten? Ja, wir haben noch gesehen, wie sie diese Monster verprügelt haben.
Sie wären eine große Hilfe. Aber ich muss hier bleiben, um auf euch alle aufzupassen. Ach, um uns brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wir tun nichts Gefährliches, bis Sie wiederkommen, versprochen. Ich wette, Tierla hat total Angst, so ganz alleine da drin. Bitte, bitte. Sie müssen ihr helfen, Frau Estine. Ihr macht es mir wirklich schwer. Jo. Los geht's. Auf ins Ei. Moment, was mache ich denn hier für Blödsinn? Immer nur am Blödsinn machen. So ein Gang. Ich will doch einfach schnell reisen. Und jetzt auf zum Ei. Und so. Okay. Wer bin ich dich? Ah, sieh, warte doch mal einen Moment. Versuch nicht, mich aufzuhalten, Aria. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich muss Tiella da rausholen. Aber das sich regenerierende Monster ist noch da drin schon vergessen. Ein Grund mehr, nicht hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Jetzt beruhige dich doch mal für eine Sekunde. Wie könnte ich? Wir müssen nur das eine sich regenerierende Monster töten, stimmt's? Kein Problem. Zeig mir bitte den Weg. Estine! Du gibst also endlich zu, dass du die Schattenmeuchlerin bist? Ja, aber bin ich das denn? Ich könnte euch auch an der Nase rumführen und eigentlich völlig nutzlos sein. Die Schattenmeuchlerin ist doch sowieso nur ein Gerücht, oder nicht? Du liebe Zeit. Warum bist du denn hier? Das ist eine gute Frage. Es ist trotzdem immer am besten, sich nicht in andere Leute Angelegenheiten einzumischen. Aber ich weiß, es wird keinem von euch gefallen, wenn ich nichts sage. Also, na, sage ich nur Folgendes. Ich meine es ernst, dass ich meine Fähigkeiten nicht nutzen will. Selbst jetzt zittern meine Hände. Zittern meine Hände. Aber wenn diese zitternden Hände ein Leben retten können, Estine. Ich werde nicht so tun, als würde ich deine Umstände kennen, aber ich danke dir für deine Hilfe. Und es tut mir leid, dass ich vorhin so aufdringlich und abscheulich war. Ist schon gut. Ich verstehe ja, dass du eine Reaktion provozieren musstest. Mach dir nichts draus. Danke für dein Verständnis. Tja, jetzt, da das geklärt ist, ist es wohl Zeit für eine Runde 2. Dann mal los. Estine hat sich der Gruppe. Haben wir jetzt 4 in der Gruppe oder kann ich sie jetzt dazu nehmen? Oh, eine latente Kraft. Schattenläufer. Dieser Auftrag ist auf starke physische Angriffe spezialisiert und schadet Gegnern, die anfällig für Bruch und andere Statusleiden sind. Gefällt mir. Ich spiele auch Urban Factory gerne mit der Doppelklinge. Warum nicht, ne? Was haben wir denn hier? Flammenzunge 2. Physischen Schaden verringern. Das klingt doch ganz... Oh, kann ich nicht. Okay, never mind. Ich kann das... Hier. Ach, hier. Von mir aus. Ich nehme jetzt statt Himmels. Ach, ich muss dabei bei einem Motus Monolito Pupu sein. Na, dann machen wir das mal hier. Geht das jetzt hier? Gruppe. Jetzt
Können wir einfach mal Istina mit reingenommen? Die regelt das, I guess. So, okay. Was wollte ich jetzt nochmal? Ach ja. Details. Nein. Hier bei mir. Schattenläufer. Okay. Gut, ach ja. Und direkt mal hin teleportieren. Yay! Na, da bin ich mal auf den krassen Finisher gespannt. I didn't think I would have to resort to using this technique again. Oh Gott, sie klingt da richtig krass. Die klingt, als ob sie dir ins Gesicht boxt und du bist tot. Das ist es. Das ist dieses Monster. Sie ist quasi One Punch Woman. Oh, ich kann seine Schwachstelle noch nicht erkennen. Ihr müsst es erst trashen. Alles klar, kein Problem. Gehen wir los. Wir kloppen dich runter, ganz munter. Der Telomerase. Die Meloterrasse. Okay. Es regeneriert sich. Istina! Ich sehe sie. Du hast es geschafft. Das war unglaublich, Istina. Ich bin so beeindruckt. Ich bin nur froh, dass ich es noch nicht verlernt habe. Den Titel hast du dir wirklich verdient. Finde ich jetzt auch nicht gut, das zu sagen, weil sie will das ja nicht sein. Lob ist nicht nötig. Das wird meine Stimmung nicht heben. Ich konnte kaum laufen. Da wurde ich bereits gezwungen zu lernen, wie man tötet. Diese Fähigkeit jetzt einzusetzen, hat mir nur gezeigt, dass das Einzige, was ich richtig kann, die Vernichtung von Leben ist. Istina, das stimmt nicht. Du hast mich im Meisenhaus aufgezogen und du gehst fantastisch mit den Kindern um. Deine Vergangenheit definiert dich nicht. Du kannst so viel mehr, als nur zu töten. Und ich mache jeden fertig, der versucht, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Ach, Asia. Wie es es ist genau wie du sagtest, Istina. Die Schattenmäuschlerin ist nichts als ein haltloses Gerücht. Du bist du. Kein Märchen in einem Buch. Du bist eine Lehrerin in einem Waisenhaus, die zufällig einen Killerarm hat. Ach, du bist zu einem tollen jungen Mann herangewachsen. Aber das ist jetzt nicht der richtige Ort, um zu plaudern. Wir müssen Tiela suchen. Ah, du hast recht. Da war ja was. Ups. Wenigstens ist das erledigt, was? Beschäftigt dich was? Ich bin einfach froh, dass wir jemanden wie Asia dabei haben. Ich glaube nicht, dass ich das so gut hinbekommen hätte. Komm, wir sollten ihnen folgen. Okay. Achso, ja. Wir sollten ihnen folgen und schwupp, schon sind sie hinter mir. Du hast den Modus Monolith 3 aktiviert. Na gut. Hey du, sag mir, wo Tiela ist. Oder auch nicht. So, schmampf mal was. Ohne Wampf kein Kampf. Was ist das denn? Ach, der Sternenkristall. Na gut. Da komme ich später erst hoch. Da ist irgendein komischer Wirbel.
Da komme ich auch später erst hoch. Na gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Was ist das? Ach, so dieses. Da kann ich so ein bisschen levitieren, ne? Ist das zeitlich irgendwie begrenzt oder so? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ah, okay. Kleiner Giftkern. Na gut. Kann ich hier auch hoch? Nein, ich muss darüber levitieren. Es ist auch Levitation, oder? Zack. Reite den Wind. Na, dann reite ich mal den Wind geschwind. Okay. Kupfererz. Na gut. Hallo, hallo, hallo. Haben Sie was verloren? Ich würde ganz kurz gerne mit Ihnen reden. Feuerlichtfrucht. Na gut. Na hallo. Regenbohne. Das ist ganz gut. Die habe ich nämlich alle nicht angepflanzt oder auf Lager. So, ach, hier runter. Da kann ich vielleicht auch ein paar neue Sachen kochen. Das war ganz cool. Ja, was ist hier? Da kann ich nicht lang. Na gut. Oh. Oben sind noch solche Dinger. Oh Gott, ich habe gerade so ein bisschen hart die Orientierung verloren. Ist okay. Wo sind wir denn? Wartet mal. Ach, da unten. Und da kann man hoch. Okay. Damit kann ich arbeiten, denke ich. So. Okay. Ich gucke mir trotzdem erstmal nochmal unten ganz kurz alles an hier. Dass noch irgendwelche Truhen in irgendwelchen Ecken sind oder sowas. Ihr kennt das ja. Nö. Okay. Cool. Dann gehen wir mal hier hoch. Und levitieren irgendwo anders mal hin. Ich würde vorschlagen, mal dorthin, weil ich da nachgucken kann in Ruhe. Ist ja. Machen wir es hier noch ein Ding zum. Verstehe ich nicht so ganz. Okay. Huch! Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber da hinten ist auf jeden Fall noch was. Okay, das geht gar nicht so weit. Wahrscheinlich ist es immer begrenzt und ich muss jetzt als Zwischenstopp nehmen. Verstehe. Oh, I see. Tomatensamen. Das hat da richtig was gebracht. Oh Mann. Gut, und dann hier und dann einmal rüber. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Es ist ja gerade erst 7 Uhr abends. Da geht noch ein bisschen was. Und einmal hier rüber. Ich denke mal, ja, das ist halt eben immer so ein bisschen begrenzt, ne? Dann gehen wir mal hier lang. Da liegt sogar schon was auf dem Boden. So. Kupfererz, warum auch nicht? Nehme ich mit. Was haben wir hier noch Cooles? Sternweizensamen. Ach stimmt, ja, den muss ich auch noch pflanzen. Ach hey. Da war ja was. Ha. Mist. So. Okay. Muss ich dahinter? Wo bin ich denn jetzt? Ich kann dahinter auf jeden Fall. Mach mal das mal. Was ist das hier? Du wirst auf etwas glänzenden. Auf Zuchtbecken. Okay, ja, klar. Wir glänzen. Was Glänzendes. Ich will das haben. Und dann das Glas bricht. Deine Gesundheit nimmt ab. Aber du hast es geschafft, den Gegenstand festzuhalten. Es ist, es sieht aus wie ein kleiner Windkern. Wow. Na gut. Ich mach das immer gerne. Ich sag immer ja. Und immer fragen. Ja, hier müsst ihr das machen. Ja, ja, ja. Ist okay. I'm that kind of person. Geht hier noch lang? Okay, hier ist nichts. Rosa Aloe. Okay. Okay. Da hinten. Da muss ich vielleicht einfach so rum, ne? Gut, 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 gut. Okay. Okay, ja, ja, ja. Ich mache ja schon. Ich ignoriere es. Hallo, Raffinano. Raffiado.
fancies a walk in the park. Ich bin müde, das stimmt doch gar nicht. Das ist gelügert. Geh weg. Was haben wir denn da? Pflanzenwand blau. Okay. Ups. Okay, bye. Poli. Bombe. Okay, cool. Einfach eine Bombe zünden und alles wird gut. Was gibt's hier so? Ich muss mich auf jeden Fall beeilen, denke ich. Da ist auf jeden Fall was weggebombt. Das könnte auch interessant sein. Aber ich denke, ich muss erstmal hier. Ah, wobei, das könnte. Nee, das geht noch. Das geht noch. Das geht noch. Ich werde wahrscheinlich sehr müde sein. Aber ich habe jetzt diesen Shortcut. Okay, das kriegt man hin. Gut, dann schnell ins Bett mit mir. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Das mit den Sternweizen habe ich jetzt leider nicht geschafft, aber wir müssen einfach. Wir gehen einfach schnell ins Bett. Oder habe ich das geschafft? Habe ich den doch gepflanzt? Anscheinend schon, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, wir werden das sehen. Schnell ins Bett. Oh. Haben wir gut was an Geld auch wieder? Noch 2 Tage bis zum Silenzium. Nice. Nice. Okay. So. Ha. Oh mein Gott. Oh yes. Das ist ja schön. Ja, das bringt meinen Ofenkäse zum Schmelzen. Das bringt meinen Ofenkäse so richtig zum Schmelzen. Guckt euch das an. Junge. Stonksen und so, ne? Stonks. Ich glaube, ich brauche einfach mal so richtig viel Weizen wieder. Oh yeah. Goodie. So, da haben wir richtig viel Morgenmalz. Aber hier drüben ist noch ein bisschen was, ne? Ja, denn das verkaufe ich jetzt alles und das, was hier wächst, das hebe ich dann auf. Zumindest zum Großteil. 29 bist du, Debot. Bist du deppert? Nice. Sommer, Herbst, dann nehmen wir auch. Wächst im Herbst. Ach, das wächst erst im Herbst. Sehr gut. Noch was von Herbst? Nee, ja. Okay. Cool, 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 cool. Dann machen wir hier mal ein bisschen weiter. Huch. So. Und hier nochmal. Ups. Ha. Huh, ha. Huh, ha. So, okay, gut. Dann gieße ich jetzt alles und dann würde ich sagen, kloppen wir uns noch ein bisschen durch das Dungeon. Oh yes, liebe Freunde. Das machen wir allerdings, wenn ich auf die Uhr gucke, erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, You Made Let's Play, Harvest Teller. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.